Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir haben etwas übersehen, die Dandy Boy Äpfel nehmen wir natürlich auch mit. Hier ist aber soweit nichts mehr. Plastikkabel, was hatte der Ghoul hier bei sich? Das war doch dieser. Ach so, wir haben den schon eingesammelt in der letzten Folge, natürlich. Da unten lagen doch so viele rum. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier runter. Ob wir wollen oder nicht, und dann wird uns gleich irgendwo dieser... Der ist schon tot. Ach was, Kronkorken-Kaffeetasse. Das war sinnlos. Sinnlose Gewalt. Oh mein Gott. So weit ist es also schon mit uns. Da ist nichts drunter. Ich weiß nicht, wo dieser heftige Ghoul herkommt. Ich sehe hier rein gar nichts. Besser so, Preston. Ein bisschen Licht. Kronkorken und... Was war das? Waffenwerkbank. Kronkorken. Oh, Kaliber 50 und kleine Babyflasche. Auch schön. Okay, dann verwerten wir jetzt aber ein paar Sachen, damit wir leichter werden schon mal. Man weiß ja nicht, da könnte was Nützliches drin sein. Repetiererpistole. Also ich hoffe zumindest, dass man dadurch leichter wird. Irgendwie muss man ja leichter werden. Doch, doch, man wird schon leichter dadurch, wenn man die Sachen verwertet. Das haben wir irgendwann schon mal rausgefunden. Kampfgewehre behalten wir, aber die doppelläufige können wir in... Ja, wir sind zu weit weg. Das können wir jetzt verwerten. Und die Automatikpistole auch. Lasergewehr eigentlich auch. Was bringt uns das denn? Nur Schrauben und Plastik? Naja, egal. Okay, dann sind wir jetzt schon mal leichter etwas. So Gott will. So Bethesda will. Hier ist nichts Nützliches drin. Badezimmerwaage, entschärfen. So, da haben wir sie. Und ein kurzes Impro-Repetierer. Jetzt haben wir gerade... Naja, dann können wir das auch nochmal. Oh, was ist das eigentlich? Provisorische Batterie, sehr schön. Okay, wo ist es? Hier ist es. Niemand scheint wirklich zu wissen, was einen normalen Ghoul zu einem Wilden werden lässt. Irgendwie erschreckend. Eichhörnchen am Stiel. Das hat Preston noch nie gesagt, oder? Kronkorken, 5mm Patrone, Schraubenzieher und Malpinsel. Nein, danke. Ja, Ghule, sagte uns der Infobildschirm doch. Ghule sind Ghule, weil sie durch die Strahlung einiges an ihrem Hirn eingebüßt haben. So wie ich zum Beispiel durch den... Konsum von Whisky und anderen Getränken, nein, Bier vielmehr. Auch das klappt ganz gut. Und sie sind dann dem Wahnsinn anheimgefallen, wie es so schön hieß, meine ich. Da staunt ihr, oder? Ich und mein löchriges Gehirn. Ein bisschen kriege ich doch noch auf den... auf die Reihe. Oh, ja, das ist der Leuchtturm. Ja, Preston macht das schon. Stimpak, Radix und ich habe dich wieder getroffen, Preston. Tut mir nochmal leid. Wir haben es geschafft. Verstrahltes Blut. Aluminiumdose lassen wir aber da. Ja, und bevor wir, das ist hier keine sehr schöne, einladende Gegend, nicht so wie sonst im Commonwealth, fühlen wir uns hier nicht besonders behaglich. Also, geht es gleich zurück. Ich glaube, Benzinkanister finden wir hier keine mehr. Ja, es ist noch viel zu plündern hier. Sind aber auch noch ein paar Ghule da unten, glaube ich. Und wir wollen ja diese Mission... Wieso wollen wir da jetzt eigentlich so durchrasen? Hat irgendwer eine Idee, warum wir uns auf einmal so beeilen damit? Ja, wahrscheinlich, weil diese stählerne Bruderschaft möchte ich eigentlich doch lieber loswerden, glaube ich. Deswegen, naja, sei es drum. Ja, im Commonwealth haben sich einige der wildesten Raider-Anführer alte Powerrüstungen unter den Nagel gerissen und sie wieder voll funktionstüchtig gemacht. Ja, und die haben wir zum Beispiel bei Dunwich Borers gefunden. Meine ich zumindest. Also Powerrüstung ja, ob das so eine war, weiß ich nicht genau. Ja, aber da wir jetzt hier fertig haben, geht es sofort weiter... So, zum Ritter Rice zurück. Ja genau, es stimmt, die Bruderschaftssachen. Wäre schön, wenn es die nicht geben würde. Nein, dann wäre das ja langweilig. Nein, aber
Wäre schön, wenn wir das hinter uns gebracht hätten schon. Die finde ich jetzt nicht so berauschend, die Bruderschaft. Ich weiß gar nicht warum. Waren die nicht auch mal gut? Ich glaube, in New Vegas waren sie nicht so gut. Ich glaube, in Fallout 3 waren sie doch ganz nützlich, meine ich, die Bruderschaft. Ich kann mich aber nicht mehr ganz dran erinnern. Ich weiß nur noch, bei Fallout 3 hat mir das Ende ziemlich gut gefallen. Da konnte man doch irgendwie... Na, ich will nicht spoilern, aber was heißt spoilern? Das ist ja jetzt schon länger her, das Spiel. Das wird wahrscheinlich jeder schon mehrfach durchgespielt haben, der hier zuguckt. Oder vielleicht auch nicht. Ja, auf jeden Fall konnte man, am Ende konnte man sich das aussuchen. Entweder den Commonwealth helfen oder alles verseuchen oder irgendwie so. Und wenn man wenn man da dem Ödland geholfen hat, dann hatte man da irgendwie wieder sauberes Wasser nach einer Zeit oder irgendwie sowas. Der Ort ist hoffentlich gesäubert. War eine großartige, sehr atmosphärische Geschichte, meine ich. Das möchte ich damit sagen. Belohnung? Nein, glaube schon. Du musst fragen? Ja, er ist ja auch immer so frech, ne? Da musst du noch fragen? Die offensichtliche Antwort ist ja. Also wenn es das mit den dummen Fragen war. Hier, das bekommst du noch. Das Commonwealth ist ein großer Ort, der dringend einen Kammerjäger braucht. Wenn du bereit für eine weitere Operation bist, weißt du, wo du mich findest. Okay, bereit. Wir ziehen das jetzt durch. Wie lautet die Mission? Ja, fragen wir erstmal danach. Wie lautet die Mission? Schlechtes Gedächtnis, was? Es geht darum, Mutanten, Ghule, Synths und wie sie alle heißen, auszulöschen. Willst oder kannst du mich nicht verstehen? Dann sage ich eben, ich bin bereit, Mann. Bin bereit. Verstanden. Einzelheiten auf deiner Karte. Meld dich, wenn das Gebiet sauber ist. Okay, geht das jetzt so weiter? Säubere Fall Leaf. Fischverarbeitungsanlage, auch da waren wir bereits schon mal. Können wir denn nicht gleich von ihr auch noch einen Auftrag annehmen? Ich glaube nicht. Entschuldigung, gelehrte Halen? Zeigt dir Rice noch immer die kalte Schulter? Warum hasst er mich? Ich krieg das schon hin. Ich gebe auf. Ähnlich sehen. Ähnlich sehen? Wir sehen uns ähnlich, ihr seht euch ähnlich. Warum hasst er mich, fragen wir. Warum hasst er mich? Er hasst dich nicht. Rice gehört mit Leib und Seele der Bruderschaft. Für ihn gibt es sonst nichts. Sie ist seine Familie, sein ganzes Leben. Wenn etwas anderes auf den Plan tritt und ihm in den Weg kommt, schiebt er es beiseite. Irgendwas zwischen euch? Oh, das geht mehr ins Rötliche. Ich frage aber trotzdem mal, weil es schon auch ein bisschen gelb ist. Ich könnte sonst noch fragen, passt mir prima, mir egal, ich bleib weg. Irgendwas zwischen euch, frage ich natürlich. Läuft da etwas zwischen euch beiden? Das geht dich nichts an. Schau, gib Rice einfach ein wenig Zeit. Er wird sicher erkennen, wie wertvoll du für uns bist und zu Sinnen kommen. Bist du bereit, deinen ersten Auftrag anzunehmen? Na klar. Dein Auftrag? Bin mir nicht sicher, oder nein oder ja. Dein Auftrag, fragen wir mal. Was genau macht ein Gelehrter bei der Bruderschaft? Wir tun alles, was die Piloten und Soldaten brauchen, um ihre Mission durchzuführen. Alle Forschungen, Reparaturen, taktische Planungen, so ziemlich alles. Wir übernehmen die technischen Aufgaben. Ich bin ein Einsatzgelehrter und daher mit den Soldaten unterwegs. Manchmal drücke ich auch gerne selbst den Abzug. Aber keine langweiligen Einzelheiten mehr. Bist du bereit, für den Auftrag auszurücken? Ja, hört sich interessant an, als das, was Race oder Paladin Dance für uns hat. Paladin Dance, gibt er uns auch noch was? Naja, werden wir gleich mal ausprobieren. Wir sagen auf jeden Fall jetzt ja. Bereit. Großartig. Ich erzähl dir, was zu tun ist. Eine der wichtigsten Aufgaben der Bruderschaft ist das Finden und Erhalten von Technologie, die bei den Bombenabwürfen verloren ging. Ich habe eine Liste mit Orten, an denen sich Artefakte befinden. Hol sie, damit unsere Gelehrten sie katalogisieren und studieren können. Oh, hier, ja. Mit diesen Informationen solltest du dein erstes Artefakt finden können. Viel Glück und sei vorsichtig. Oh ja, sowas machen wir gerne. Das Gebiet wird sich nicht von selber säubern. Quartiermeister. Mhm. Und hat er vielleicht auch noch was für uns? Paladin Dance. Denk dran, wenn du Synths siehst, sofort umlegen. Wir machen keine Gefangenen. Ah, das war alles. Hier hat sich nichts getan, oder? Habt ihr hier was reingesteckt wieder? Nein, sie lassen das alles leer. Ich dachte, man könnte jedes Mal dann hier plündern, aber... Ja, manchmal funktioniert das mit dem Denken nicht so richtig.
Kronkorken, naja, immerhin. Red Away. Ja, aber wir werden jetzt doch nicht alles hier absuchen für ein paar Kronkorken oder Red Away. Nein, nein, wir gehen. Wir ziehen aus zur nächsten Mission. Ja, 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 ja. Schnell die Rise-Mission erledigen, damit wir das hinter uns haben. Mal sehen. Quartiermeister haben wir oder die Reinigung des Commonwealth. Säubere Four-Leaf-Fischverarbeitungsanlage. Ja, das hatten wir. Und hier Berge, die haptische Antriebtechnologie aus Malden Center. Okay, wo ist das? Malden Center? Nee, das ist... Doch, das ist das. Waren wir denn da schon? Also das werden Aufgaben sein, die schon interessanter sind dann. Aber kümmern wir uns erstmal um die Race-Mission. Da wird ja wahrscheinlich sehr viel geschossen. Sinnvoller wäre es natürlich erst Quartiermeister zu erledigen, weil wir da mit Sicherheit sehr viel Munition finden und dadurch dann bessere Chancen bei der Reinigung des Commonwealth, säubere Four-Leaf-Fischverarbeitungsanlage haben werden. Dennoch bin ich dafür, wir machen das zuerst und kümmern uns, lassen uns dann Zeit für den Quartiermeister, richtig? Da werden wahrscheinlich einige neue Ortschaften auf uns zukommen. Was haben wir hier noch? Ach so. Ja, da sind wir bei und das haben wir auch gemacht und das gehört, denke ich, immer noch zur Hauptmission. Das machen wir erstmal nicht. Wir gehen erstmal den Nebenmissionen nach und vor allem gucken wir, dass wir unsere Siedlungen schön gebaut kriegen. So, hier können wir aber auch schnell hinreisen, denn da waren wir schon. Ich befürchte nur, dass wenn wir jetzt dort schnell hinreisen und uns dort absetzen lassen, dass wir dann sofort wieder mit Ghulen zu tun bekommen. Beim letzten Mal waren auf jeden Fall sehr viele Ghule dort. Dennoch, naja, was sollen wir machen? Es geht schneller, wenn wir schnell hinreisen, als wenn wir irgendwo daneben in einer Nähe uns hinreisen lassen und dann von dort hinlaufen. Ja, wir riskieren es jetzt einfach mal. Wenn es nicht klappt, dann klappt es eben nicht. Oh, das ist neu. Die Zeit soll aus bestimmt aus einem... Ja, das stand wahrscheinlich sinngemäß, dass die Zeit aus einem bestimmten Grund, wenn sie schneller vergehen soll, kann man sich auf Sitzmöbel oder sowas, die niemandem gehören, setzen. Jetzt wird's spannend. Ah, es ist niemand. Okay. Irgendwie sind wir aber auch... Moment mal. Wo ist das Gebäude? Ist es das? Ach, das ist es. Ja, jetzt erinnere ich mich. Aber wir sind direkt hier neben Mutanten oder sowas gespawnt. Na gut. Dann gehen wir diesmal von hier aus rein. Vielleicht... Ups. Ja, vielleicht sollten wir... Vielleicht sollten wir schon mal etwas gegen die Radioaktivität tun. Und zwar mit einem Red Away. Und dann sollten wir noch etwas tun gegen folgende Radioaktiv mit einem Redix. Und wir sollten noch ein Stimpack reinnehmen. Oh, die Radioaktivität geht aber langsam zurück. Na gut. Ach was. Na, wieso treffe ich die Bombe nicht? Das hat gesessen. Uah! Hund! 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 Nein! Okay, okay. Annehmen. Okay, wir nehmen seinen Mutanten Hundefleisch. Ja, da waren es doch die Mutanten, die uns dann erwischt haben jetzt. Na gut. Ich dachte, wir könnten da ohne Supermutanten Zwischenfälle durch jetzt. Auf einmal kam dieser wahnsinnige Creeper auf uns zugerannt. Oh, da wirft jemand Granaten da oben. Du liebes bisschen. Oh, Supermutanten-Biest. Ja, der hat jetzt nicht viel Schaden genommen dadurch. Nehmen wir vielleicht doch das Jagdgewehr. Haben wir das abgelegt? Nein.
Oh, ein Schlechter. Das sind ja ganz schlechte Neuigkeiten, finde ich. Die bewegen sich aber auch alle so ruckartig. Warum denn nur? War das war doch früher nicht so, oder? Ja, vielleicht nehmen die alle Jet. Und deswegen. Ja gut. Er hat jetzt eine leuchtende Raute über dem Kopf, aber ich weiß gar nicht, müssen wir uns unbedingt mit denen anlegen, denn unsere Mission ist ja eine andere. Ob wir uns mit ihnen anlegen oder nicht, werden wir in der nächsten Folge erfahren. Vielen Dank fürs Zusehen, Daumen hoch, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.